Und damit recht herzlich willkommen bei Violet, einem kleinen Weihnachtsspecial von mir. Ich weiß noch nicht, ob ich daraus ein Let's Play machen werde, aber es ist so ein Indie-Spiel. Ich glaube mehr so Adventure oder ja, Jump'n'Run so ein bisschen. Ich weiß es noch nicht so genau. Point and Click. Irgend so eine Mischung auf jeden Fall aus dem Hause Forever Entertainment SA. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ja klar, ich könnte jetzt auch Fortsetzen machen. Ich habe es noch nicht wirklich angezockt. Ich habe eigentlich mehr oder weniger mal reingeschaut, um zu gucken, ob überhaupt alles funktioniert mit Aufnahme und so. Deswegen ist da schon ein Speicherstand vorhanden. Also ich würde jetzt sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und dann kann es losgehen. Moment, den Slot nehmen wir mal. Achso, warte, kann ich nicht den überschreiben, den alten? Anscheinend nicht. Okay, dann nehmen wir den zweiten Slot, ist ja egal. Kann ich gar nicht auswählen hier, ne? Ja, dann machen wir es einfach mal. Und dann schauen wir uns erstmal das Intro an. Das sieht sehr stark nach einem Labor aus. Oh, und wir sind gefangen. Und damit auch hallo in die Facecam. Die ist diesmal auch wieder am Start. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal, was wir hier überhaupt so machen können. Den Zettel hier, kriegen wir den? Nee. Okay. Was macht sie hier überhaupt? Ach guck mal, sie nimmt irgendwelche Viecher auseinander, oder? Könnten irgendwelche riesengroßen Bienen oder sowas sein? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall macht das schon mal einen sehr guten Eindruck, auch von der Grafik her. Der Stil, der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sieht auch sehr liebevoll gestaltet aus alles. Und dafür, dass es recht günstig bei Steam zu erhalten ist, also für ein neues Spiel, hätte ich jetzt das gar nicht so erwartet. Da hätte ich mich auch mit deutlich weniger Aufwand total zufrieden gegeben. Aber ich glaube, wir müssen hier mal irgendwie rüber schaukeln. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ah. Oha. Was ist denn nun passiert? Aha. Okay. Ah, guck mal. Ich hatte nämlich auch die Befürchtung, dass das vielleicht auf Englisch sein könnte. Wäre im Prinzip ja egal gewesen. Aber die sprechen anscheinend sowieso ihre eigene Sprache. Also von daher... Oder kann auch nur sein, dass das so ein komisches Viech hier ist. Oh, hier bewegt sich auch alles, kann das sein? Kann ich da irgendwas noch anklicken? Moment, das hier vielleicht? Achso, nee, da kommen wir wieder zu ihr. Nee, das brauche ich nicht unbedingt. Was ist denn hier mit dem Rucksack, der hier oben ist?
Aha. Was auch immer das sein soll. Gute Frage. Okay. Ich glaube, kommen wir jetzt... Warte mal, irgendwas hat uns die Elfen doch gebracht. Ich klicke nochmal irgendwo... Warte mal, die kriegen wir das hier? Moment, was können wir noch machen? Den Zettel hier vielleicht nochmal anklicken? Ach, guck mal, jetzt kriegen wir den Zettel. Das ist ja interessant. Die Feen. Diese kleinen Summen in Joysale erfüllen niemandes Wünsche. Nur die eigenen. Dazu lösen sie Allergien aus. Die Symptome können sehr überraschend sein. Durch Einwirkung der freien Radikale, die eine windbestäubende Fee zerstäubt, erwirbt der Körper magische Begabungen. Aha. Deswegen haben wir auch den Zettel bekommen gerade. Allerdings können diese Kräfte so unterschiedlich sein. Bei einer Überdosis sind auch die merkwürdigsten Auswirkungen bekannt. Deswegen ist den Reisenden dringend anzuraten, den Kontakt zu den Feen zu beschränken. Okay. Ja, das haben wir ja schon mal super gemacht. Wir hatten gerade direkten Kontakt quasi zu einer Fee. Und da wir jetzt ja den Zettel bekommen haben, frage ich mich, ob wir vielleicht... Nee, die kriegen wir leider nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Können wir die Tasse umkippen vielleicht oder so? Nee. Hier noch irgendwas? Ich glaube, hier komme ich nur wieder zu ihr, ne? Wahrscheinlich. Ach guck mal, hier ist ein Schalter. Können wir den mal klicken oder so? Ah. Okay. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht, ne? Ich glaube, wäre nicht verkehrt, wenn wir... Was war denn hier? Warte mal. Ich klickte nochmal. Passiert da noch irgendwas? Großartig. Okay. Ich glaube, wenn die Flüssigkeit da reinkommt, dann... Warte mal. Irgendwie müssen wir versuchen, glaube ich, diese Tasse umzustürzen. Nee, da können wir nichts... Ach, warte mal, das hier. Nee, da kommen wir zu ihr. Aber können wir hier vielleicht irgendwas auslösen? Nee, auch nicht, ne? Ich dachte, wir können hier irgendwo am Kabel ziehen oder so. Was kann man denn noch so machen? Das frage ich mich jetzt tatsächlich. Nochmal rüberschwingen werden wir... Kann ich ja mal versuchen. Okay, nochmal macht sie das anscheinend nicht. Ah, was war das denn? Okay. Ach, das ist wohl das Inventar hier, ne? Ah, okay. Was können wir denn... Können wir die irgendwo für benutzen? Warte mal. Ah, okay. Was auch immer das jetzt bringt. Können wir die irgendwo hinpacken? Weil hier sind ja auch so, es sieht ja auch aus, als wenn da so eine Perle drin ist hier, ne? Warte mal. Oder was passiert, wenn ich die hier reinmache? Nee. Okay. Warte mal. Wenn ich die hier reinwerf, das geht auch nicht, ne? Nochmal mit der sprechen. Okay. Jetzt ist sie die... Die Perle ist sie losgeworden. Okay. Aha. Das geht also? Oder hat sie die einfach nur runtergeschmissen? Wo war die Perle doch eben? Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Perle. Jetzt haben wir zwei davon. Obwohl, das können doch nur irgendwelche Bonusgegenstände sein, ne? Irgendwas muss ich doch hier noch auslösen können, warte mal. Was soll das denn immer heißen hier eigentlich? Ich kann hier diese Tasse auch nicht bewegen, ne? Kriege ich die Nadel hier runter? Nee. Das verstehe ich nicht ganz, was mir dieser Daumen zeigen möchte. Ich klicke nochmal auf den Schalter. Das ist echt eine gute Frage. Irgendwas möchte er mir hier unten ja zeigen. Aber ich kann da unten nicht wirklich viel machen. Ich komme auch nicht an die Büroklammer hier ran. Ich kann nochmal versuchen, hier irgendwie rüber zu schwingen. Okay.
okay. Achso, da sehen wir auf jeden Fall mehr, ne? Aber da ist auch nicht wirklich was gewesen, oder? Nee. Warte mal. Ja, wofür müssen diese Perlen noch nützlich sein? Was ist denn das hier überhaupt? Ich vermute immer noch, dass wir die hier irgendwie umstülpen, umkippen müssen. Die Frage ist nur, wie? Nochmal überall drauf achten, ob hier noch irgendwo was ist. Das sind ja, ist ja so ein bisschen knifflig hier jetzt. Aber das ist halt das Spiel. Das gehört nochmal dazu. Das, da werde ich verstanden. Ja, okay. Das ist egal, wo ich hier hinklicke, da komme ich immer wieder zu ihr. Das bringt mir also nicht wirklich viel. Da haben wieder die Flügel geschlagen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur Bonusgegenstände sind oder ob wir die wirklich irgendwo für brauchen werden. Wahrscheinlich sind das nur so Bonusgegenstände, die man mal finden kann. Okay, ich versuche mal noch weiter hier zu schaukeln, aber ich glaube, das ist nicht so wirklich von Erfolg gekrönt, oder? Nicht so wirklich, ne? Okay. Irgendwas ist da doch zu sehen, aber was denn? Was soll man hier denn zur Hölle noch machen können? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin doch die Perle da irgendwo losgeworden vorhin, Mensch. War das irgendwo? Irgendwo hat er die oder hat sie die abgelegt? Die Frage ist nur, wo? Passiert da eigentlich irgendwas? Nee. Okay. Da ist auch noch irgendwie. Ach, guck mal. Ach, die kann ich auch noch einsammeln. Das bringt mir das jetzt irgendwas? Ich wusste doch, da ist noch eine Perle drin. Irgendwas müssen mir die Dinger doch bringen. Oder warte mal. Moment. Nee. Hätte ich gedacht, warte mal eben. Ich mach nochmal Licht an. Dass ich die da irgendwie. Dass die Strom leiten vielleicht oder so. Aber. Das bringt's ja auch nicht hier. Nee. Ich schalte nochmal den Strom an. Das muss ja auch irgendwas. Warte mal, oder geht eine Lampe irgendwie vielleicht, ne? Wenn ich die da unten in die Lampen reinpacke, bringt mir das irgendwas? Kann ich auch gar nicht, ne? Kann ich die wieder da rein? Geht auch nicht. Die wird mir ja schon irgendwie weiterhelfen hier. Was will mir dieser Daumen zeigen? Ich weiß es nicht. Ich komme da, kann da auch nichts anklicken. Da ist nichts zum Anklicken. Diese Hinweise sind ja toll, aber. Das
bis jetzt noch nicht so ganz gerafft. Gibt's auch nicht. Ich versuche nochmal zu der Fee zu kommen, aber ich glaube, das funktioniert jetzt nicht mehr. Zumindest hat das so den Anschein gemacht. Nee, es funktioniert anscheinend nicht mehr. Die macht nichts mehr. Und nu? Steht tatsächlich ein bisschen um den Schlauch. Und das schon beim ersten Level, das ist natürlich toll. Ich habe keine blasse Ahnung, ey. Wo kann das denn noch hin? Wahrscheinlich bringen wir diese Perlen sowieso überhaupt nichts, oder? Obwohl, irgendwas müssen die doch bringen. Ich hätte jetzt ja gedacht, da irgendwie zusammenlegen, irgendwie geht auch nicht. Die sortieren sich auch immer wieder neu. Ich dachte, ich habe jetzt so Kräfte, dass ich hier irgendwelche Sachen aufheben kann, aber so viel kann ich dann doch nicht machen. Okay, das Licht geht alles kurz mal an. Hier müsste irgendwas zur Überbrückung hin, aber... Ja, theoretisch ja die hier. Ach, warte mal. Ah, okay. Okay. Gut. Was passiert, wenn ich das jetzt mache, so? Mhm. Und du? Oh. Oh. Oh, oh. Feuer! Hilfe! Wow, okay. Aha, so geht's also. Okay. Also die Perlen waren nicht wirklich nötig. Das ist wahrscheinlich echt nur so ein Bonus. Wow. Okay. Nächstes Level. Gut, das erste war jetzt schon mal eine harte Nuss auf jeden Fall. Okay, ich dachte, ich kann das auch irgendwie über Tastatur steuern, aber anscheinend ist das ja doch mehr alles Point and Click. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das scheint alles auf jeden Fall so eine Traumwelt zu sein. Oha. Ja, diese Geräusche. Kann ich den hier wegnehmen? Okay, man muss immer ziehen und so. Okay, das ist natürlich alles... Ja. Okay. Ah. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Achso, wir müssen das irgendwie aufhalten im Moment. Das brauchen wir wahrscheinlich noch was anderes. Yippie. Achso, das ist jetzt im Inventar gelandet, okay. Da, guck mal, da ist noch so eine Perle. Okay, das ist echt nur so ein Bonus, den man finden kann wohl. Achso, ich dachte, das kann sie mit ihren Kräften machen. Moment. Irgendwie müssen wir die Flasche auch daran hindern, dass sie wieder umkippt quasi. Ah, okay. Perfekt. So, funktioniert's also. Den Löffel kann sie nicht mit ihren Kräften bewegen, aber auf jeden Fall dieses Teil hier. Können wir da reingucken irgendwie? Ja, was muss uns das doch gebracht haben jetzt? Okay. Noch nicht allzu viel. Vielleicht ist das auch gar nicht... Moment, wir machen das mal eben nochmal. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Vielleicht müssen wir die auch erstmal mit irgendwas füllen oder so, ne? Ich gehe mal hier hoch. Obwohl... Achso, ja gut, okay, dann mache ich das nochmal. Echt eine komische Sprache. Ich dachte jetzt, die Elfen sprechen oder so, aber... Die scheint ja auch so zu sprechen. Scheiße, das war nicht genug. So, zack. Und jetzt? Jetzt will sie auch gehen. Ist hier noch was? Aber ich möchte eigentlich noch... Warte mal einen Moment. Oh. Hoppala, was war das denn? Okay.
Achso, mit dem Löffel kann sie nichts mehr anfangen. Und da raus geht auch nicht. Aber wir haben doch den Korken jetzt. Genau. Was passiert denn, wenn ich den da... Wenn ich den da reinstecke, geht das nicht? Okay, das geht anscheinend nicht. Kann ich die benutzen hier? Ah. Ach so. Warte mal. Der beobachtet die Fliege? Nee, jetzt nicht mehr. Nein. Fliege, Fliege, Fliege. Mach was, mach was. Okay. Kriegen wir die irgendwie in die Flasche rein? Warte mal. Ich glaube, die muss irgendwie in die Flasche rein. Ach so. Kann ich den Honig da irgendwie... Ich stehe doch bestimmt auf den Honig hier. Na gut, da wird der Tropfen nur größer. Okay. Ich dachte gerade, hier wäre eine Flasche drin, aber anscheinend ja doch nicht. Nee, die fliegt nur dahinter. Okay. Wie kriegen wir sie dann in die Flasche rein? Ja, dann würde ich ja den Korken drauf machen. Dann würde er vielleicht nur die Fliege da in der Flasche beobachten. Irgendwie müssen wir sie da reinkriegen. Oh, jetzt nervt die mich aber richtig, ey. So. Da kann ich nichts mehr machen. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas? Nee. Achso, da geht sie dann nur hin. Moment. Ach, guck mal, hier war noch eine Perle. Ach, okay, die sieht man auch gar nicht beim drübergehen. Die muss man so sehen, alles klar. Na gut, dann wär sonst auch zu einfach. Vielleicht hier noch eine versteckt? Nee. Das ist, wenn ich in die Richtung gehe, nichts. Was ist, wenn ich das nochmal wieder löse hier? Ne, das tropft auch nicht in die Buddel hier rein. Ja, ja. Ja, ja. Achso, warte mal. Ne, Moment. Jetzt krieg ich's nicht mehr hin, ey. Ist ja auch cool. So, komm nochmal. Zack. War dahinter eben noch was? Nee. Wie leiten wir denn jetzt den Honig da rein oder so? Oder kriege ich hier noch was auf? Nee. Ach, scheiße, jetzt hat das Vieh wieder die Aufmerksamkeit von uns. Ah, immer noch von uns. Nein! Nein, 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 das wird doch wieder nichts. Wir müssen ihn ablenken. Aber wie zur Hölle kriege ich die... Achso, warte mal, die Fliege ist jetzt da drin. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich die Fliege denn da rein? Für irgendwas muss die ja auch noch gut sein. Womit kann ich die denn verwenden? Verdammt. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ist die Fliege auch schon wieder weg, oder? Nee, die ist jetzt da drin. Warte mal.
Was ist, wenn ich das jetzt... Und jetzt? Nein! Nein! Wir hatten die Fliege da drin. Ah, dann hätte ich wahrscheinlich den Korken draufsetzen müssen. Verdammt. Moment, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ja. Hat ein bisschen lange gedauert, aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. So. Zack. Halt! Ah, Mann. Ich habe nicht schnell genug geklickt. Ja, ich weiß. Das brauchst du mir nicht nochmal zu sagen. Ich habe es verstanden. Aber ich glaube, ich habe es verstanden. So, pass auf. Jetzt machen wir das. Wenn ich die Flasche nochmal umgeworfen kriege, so. Dann klicken wir mal hier drauf. Wir brauchen einen Tropfen Honig. Jetzt muss die Fliege wieder ankommen. Na komm. Fliege, komm. Na komm, ich ärgere die mal ein bisschen wieder. Jetzt kommt die doch wieder bestimmt zum Honig. Jetzt müssen wir nur warten, bis sie da drin ist. Ich weiß allerdings noch nicht, wofür die Flöte da genau zu gebrauchen ist. Ich hoffe, den können wir dann wieder reinsetzen hier. Ah, perfekt. Guck mal an.